Kennen Sie das? Die Schüler sollen Informationen aus einem Text sammeln und dazu zunächst Wichtiges im Text markieren. Sie beobachten ihre Schüler beim Arbeiten über die Schulter und sehen, dass manche nichts und andere fast alles anstreichen. Dabei machen die Schüler das doch nicht zum ersten Mal und müssten also eigentlich wissen, wie es geht. Eigentlich. Die Frage ist, wie können Sie Ihren Schülern helfen, Methoden und Techniken so anzuwenden, dass diese wirklich wissen, was sie genau tun sollen? Am Ende dieses Videos werden Sie wissen, wie Sie mit Ihren Schülern Methoden erarbeiten und trainieren können, sodass Ihre Schüler Aufgaben selbstständig bearbeiten können. Überlegen Sie kurz, wie ist es bei Ihnen? Was brauchen Sie, damit Sie eine neue Technik oder Methode tatsächlich so gut können, dass Sie sich darin sicher fühlen? Damit wir erfolgreich handeln können, brauchen wir Werkzeuge. Diese Werkzeugkiste sollte möglichst vielfältig bestückt sein, sodass wir für unterschiedliche Handlungssituationen jeweils das passende Werkzeug zur Verfügung haben. Nun reicht es natürlich nicht, diese Werkzeuge in einer Kiste versammelt zu sehen. Wir müssen vielmehr auch wissen, wann wir welches Werkzeug einsetzen und vor allem, wie wir das jeweilige Werkzeug so benutzen, dass es seine Funktion tatsächlich gut erfüllen kann. Das bedeutet, wir brauchen sowohl Kenntnisse über das jeweilige Werkzeug als auch Fertigkeiten und Routine in seiner Verwendung. Das Handwerkszeug des Lernens sind Methoden und Techniken. Dabei geht es zum Beispiel um Methoden zur Vorbereitung der Arbeit, Techniken zur Erschließung und Aufbereitung von Lerninhalten, Techniken zum Umgang mit Instrumenten und Geräten, Methoden der Zusammenarbeit oder auch Techniken der Sinneswahrnehmung, wie beispielsweise richtiges Hinschauen oder Hinhören. Auch hierfür brauchen wir Wissen und Kenntnisse darüber, wie die Methoden und Techniken funktionieren, wie wir mit ihnen umgehen und wann sie eingesetzt werden können. Im Unterricht bilden die Operatoren für die Aufgaben die konkreten Handlungsanweisungen. Sie zeigen an, was Schüler genau tun sollen. Und auch der Umgang mit den Operatoren muss geübt werden. Wie geht erklären? Was bedeutet es, Informationen in einer Tabelle zu sammeln? Denken Sie kurz nach. Wie ist es in Ihrem Unterricht? Welche Techniken und Methoden sind besonders wichtig? Welche Operatoren tauchen in Ihren Fächern häufig auf? Und mit welchen Lernwerkzeugen müssen Ihre Schüler sicher umgehen können, um die Inhalte Ihres Unterrichts gut zu lernen? Wenn wir in der Schule davon ausgehen, dass die Schüler bestimmte Techniken und Methoden für ihr Lernen brauchen, sollten diese Lernwerkzeuge systematisch eingeführt und geübt werden. Der 3-Schritt des Methodentrainings bietet dafür eine Anleitung, wie das im Unterricht geschehen kann. Wie bei allen Fertigkeiten, die wir mit Bewusstheit und nicht intuitiv lernen, braucht es zunächst den Schritt des Kennenlernens. Die Lernenden werden mit der neuen Technik bekannt gemacht und sie wird in ihrer Charakteristik und Funktion vorgestellt sowie ausprobiert. Im nächsten Schritt wird der Umgang mit der Methode geübt und trainiert, zunächst an leichten Inhalten und über die Lernfortschritte und Lernprobleme wird gesprochen. Danach zeigen die Schüler quasi im freien Gelände, wie gut Sie das Gelernte im jeweiligen inhaltlichen Kontext benutzen können. Diese 3 Schritte bauen unmittelbar aufeinander auf und es kann keiner übersprungen werden. Für den 1. Schritt ist es bedeutsam, dass die Lehrkraft wichtige Schritte und Regeln in übersichtlicher Form erklärt. Ideal ist es, wenn die Technik dabei gezeigt und demonstriert werden kann, sodass die Schüler tatsächlich sehen, wie es geht. Im Anschluss daran probieren die Schüler die Methode an einem leichten Inhalt das erste Mal aus und denken darüber nach, wie dieser Versuch geklappt hat. Die Methode des Markierens soll hier als Beispiel dienen.
Erklären Sie zunächst an einem übersichtlichen Beispiel, worauf es beim Markieren ankommt, welche Regeln es gibt. Zeigen Sie für alle Schüler, wie man markiert, machen Sie es vor. Denken Sie dabei laut. Lassen Sie Ihre Schüler sozusagen in Ihr Gehirn schauen. Lassen Sie dann Ihre Schüler mitmachen. Vielleicht können Sie sogar gemeinsam an dem gleichen Beispiel weiterarbeiten. Und zum Abschluss des Kennenlernens reflektieren die Schüler die Methode und sie beantworten auftauchende Fragen. Das darauffolgende Üben und Trainieren der neuen Methode ist besonders wichtig und ein bedeutsamer Teil in diesem Dreischritt. Hierbei geht es in erster Linie darum, dass die Schüler immer wieder üben und danach ihr Tun reflektieren, sodass sie selbst merken, was an der Methode einfach und was schwierig ist. Achten Sie bei den Übungsinhalten zunächst sehr darauf, dass diese kontextarm sind. Eine neue Methode mit Hilfe eines schwierigen Inhaltes zu lernen, ist eine hohe Hürde und damit demotivierend. Nehmen Sie sich dann mit Ihren Schülern Zeit zur Nachbesprechung. Die Reflexion der Schüler, das Feedback der Lehrkraft und die Korrekturen, die wertvolle Hilfen für den nächsten Übungsdurchgang beinhalten, brauchen tatsächlich genügend Raum. Und wie im Sport reicht es nicht, nur einmal zu üben, sondern es gibt mehrere Durchläufe. Nur so kann sich eine neue Technik wirklich einprägen und das Gehirn kann die Abfolge der Abläufe wiedererkennen. Auf unser Beispiel bezogen kann das Folgendes bedeuten. Welche Wörter markiere ich? Wie geht farbiges Markieren? Wie kann ich durch Markierungen Zusammenhänge herstellen? In jedem Fall ist es wichtig, dass auch Sie als Lehrkraft präsent sind, die Schüler beim Üben beobachten, ihnen Feedback geben und an geeigneten Stellen immer wieder korrigieren. So wird vielleicht die Farbwahl ein Thema sein, das noch einmal besprochen werden muss. Wie bunt darf es eigentlich werden? Welche Möglichkeiten gibt es, unterschiedlich zu markieren, wenn nur eine Farbe zur Verfügung steht? Es bietet sich am Ende einer Übungssequenz an, dass die Schüler ihre eigenen Erkenntnisse aus den Übungen einander mitteilen, sodass diese allen zur Verfügung stehen und im nächsten Übungsschritt wiederum gemeinsam erprobt werden können. Machen Sie so das Üben zu einer Erprobungswiese, die Spaß macht und Lernerfolge sichtbar werden lässt. Der letzte Schritt, die Anwendung, ist quasi das Schwimmen im großen Becken ohne Schwimmring. Nun geht es darum, dass die Schüler die neue Methode für Fachinhalte nutzen. Die Aufgabe ist fachspezifisch und auch kontextreich. Wichtig ist auch bei diesem Schritt das Reflektieren und Nachbesprechen, um Lernfortschritte bewusst zu machen, Unklarheiten zu beseitigen, Fehler zu korrigieren oder Hinweise zu geben. Da nun die Schüler schon eine Weile geübt haben und auf viele Erkenntnisse zurückgreifen können, sollte das Reflektieren des eigenen Tuns mehr Raum einnehmen als zuvor. Es geht hier auch darum, bewusst alles vorher Gelernte mit einzubeziehen und zu nutzen. Für das Beispiel kann das Folgendes bedeuten. Die Schüler kennen die Prinzipien für richtiges Markieren und haben geübt, darauf zu achten. Sie wenden dann ihr Wissen auf nun unbekannte Texte an. Hier noch einmal der Dreischritt im Zusammenhang. Der Weg führt dabei von der Methode zum Inhalt. Zunächst steht die Methode im Vordergrund. Der Inhalt dient lediglich als Transportmittel der Methode, sollte also sehr einfach sein. Während des fortschreitenden Übens werden die Inhalte zunehmend komplexer. Und hier sollten Sie Ihre Schüler gut im Blick haben. Überforderung frustriert, Unterforderung langweilt, beides ist lernhinderlich. In der Anwendungsphase geht es dann um den Lerninhalt, der mit der vorher geübten Methode bearbeitet werden soll. Manchmal werden Sie mit Ihren Schülern auch noch einmal einen Schritt zurückgehen müssen. Vielleicht sind doch noch nicht alle Schritte und Regeln verstanden worden. Vielleicht fehlt noch Übung. Lassen Sie sich dabei von Ihren Schülern sagen, was diese noch brauchen. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf Reflexionsfragen. Auch das Reflektieren will geübt sein.
Sie können zum Prozess reflektieren lassen, wie zum Beispiel, wie bin ich vorgegangen? Sie können zum Ergebnis reflektieren lassen, wie zufrieden bin ich mit dem Ergebnis? Was war einfach, was war schwierig? Beginnen Sie mit Ihren Schülern mit wenigen Fragen. Unterstützen Sie diese mit grafischen Methoden oder Ankreuzantworten. Später können Sie dann Fragen verwenden, über die die Schüler intensiver nachdenken müssen. Wenn Sie Ihren Schülern Feedback zu Ihrem Üben geben, sollten Sie dabei auf folgende Kriterien achten. Sagen Sie ihnen, worauf es konkret ankommt und woran die Schüler selbst erkennen können, ob sie diese Kriterien schon beachten. Wählen Sie positive Formulierungen, gehen Sie dabei auf den jeweiligen Schüler ein. Geben Sie ganz konkrete Tipps für die nächsten Übungsschritte und geben Sie möglichst häufig ein kurzes Feedback zu gerade durchgeführten Übungen. Wichtig ist, dass die Schüler eine Anleitung bekommen, welche Schritte sie bei der jeweiligen Methode gehen sollten. Darin sollten der Name der Methode, eine Erklärung, was es ist, eine Schrittfolge für das Vorgehen, helfende Tipps und Hinweise sowie Situationen für die Anwendung und die Funktionen enthalten sein. Zunächst sollten Sie diese Anleitung für Ihre Schüler erstellen und mit ihnen gemeinsam erproben. Wenn die Schüler das Prinzip des Methodentrainings schon kennen, können sie dazu übergehen, die Anleitung mit ihnen gemeinsam zu schreiben. Ist die zu lernende Technik verstanden, können die Schüler die Anleitung dafür als Unterstützung und Erinnerung nutzen. Denken Sie noch einmal an die Werkzeugkiste vom Beginn. Es geht beim Methodentraining zunächst darum, dass Schüler mit einzelnen Lernwerkzeugen für bestimmte Lernsituationen gut umgehen können. Sie können die Methoden sinnvoll nutzen. Später haben Sie möglicherweise bereits 3 oder 4 Methoden zur Verfügung, um eine Aufgabe zu bearbeiten. Dann können wir bereits von Methodenkompetenz sprechen. So nutzen Sie für das Sammeln von Informationen entweder eine Mindmap oder eine Tabelle oder Randbemerkungen am Text. Schließlich ist das große Ziel, dass Schüler eigene Strategien haben, wie sie Aufgaben bearbeiten. Dazu brauchen sie häufig verschiedene Methoden, die sie dann gezielt und bewusst aus ihrem Repertoire auswählen können. Reflektieren Sie kurz. Worauf werden Sie zukünftig besonders achten, wenn Sie mit Ihren Schülern eine neue Methode erarbeiten, einen neuen Operator einführen oder eine neue Technik trainieren? Wenn Sie Interesse an Fortbildung zu diesem Thema haben, sei es für Ihre Schule, für Ihre Fachschaft, für Ihre Jahrgangsstufe oder auch für Sie selbst, kontaktieren Sie uns gern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu diesem Thema für Ihren Unterricht zu arbeiten.